Als nächstes werden wir die Integritätsprüfung durchführen. Die dient dazu, bestehende UDI-Attribute in Ihrem System mit denen des der EudaMed-Add-ons abzugleichen, damit Sie keine doppelte Datenpflege an der Stelle haben. Wir starten nun die Massenintegritätsprüfung. Ich habe hier bereits eine Selektion eingerichtet, die genau die Materialien beinhaltet, die wir zuvor auch schon geändert haben. Wir sehen jetzt hier relativ schnell zuerst einmal, wo es hier diverse Abweichungen gibt. Wir haben hier ein gelbes Warndreieck und sehen hier, es gibt einen Unterschied bei der UDI-DI-Nummer und zwar von diesem Material. Zudem sehen wir hier überhaupt die zugehörige Global Model Number, das heißt die Basic UDI-DI. Wir sehen, um welches Material sich handelt und welchen Datenbereich, das heißt hier Basic UDI-DI oder um spezielle kundenspezifische Felder. Hier geht es um die UDI-DI-Bereich. Und wir können zudem auch, falls Sie das FDA-Add-on im Einsatz haben, auch damit die Daten insgesamt abgleichen. Wir werden jetzt nun hier. Wir sehen hier an diesem Pfeil, dass es da einen Unterschied gibt, und zwar in der GTIN-Nummer. Und werden im Prinzip das, was aus dem Original kommt, wir sehen jetzt hier auch die Quelle, ERN-Nummer aus Materialstamm, mit dem auch abgleichen. Dazu müssen wir eigentlich nur die Section setzen. Sollte es hier sehr viele Unterschiede geben, können wir das einmal prüfen und auch zudem alles selektieren, beziehungsweise wieder die Selektion zurücksetzen. Wir führen nun die Korrektur aus. Bekommen die Meldung, ob wir das wirklich machen wollen, ja. Und sehen auch hier, dass die entsprechende Freigabe zurückgesetzt wird. Wir hatten hier zuvor dieses Material freigegeben und auch die Freigabe wird natürlich zurückgesetzt. Wir müssen die Daten dann nochmals prüfen. Wir sehen jetzt hier, das hat soweit funktioniert. Wir bekommen hier das entsprechende Zeichen und schauen uns nun das Material an. Wir sehen hier relativ schnell, dass die Datenkorrektur soweit funktioniert hat.